Mein Krampf von A. Zephyros. Ach, herrlich. Oh Gott, das ist jetzt schon mein Highlight. Perfekt, perfekt. Das Spiel ist total gut. Ja. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie ich mit meinem Inventar umgehe und wie ich aus dieser Stadt rauskomme, aber ich werde jetzt einfach mal wieder zu diesem Menschen hier drüben gehen und gucken, ob der jetzt kooperativ ist, weil ich ja bessere Schwerter habe. Ja. Ja, nein. Anscheinend nicht. Gut, das heißt, ich werde wohl doch irgendeinen Ausgang aus dieser Stadt finden müssen. Oder herausfinden müssen, wer dieses mysteriöse Mädchen ist, was hier mit uns angekommen ist. Naja. Ich glaube, ich gehe jetzt noch ein bisschen... Ich kann... nichts interagieren. Kein Enter, ich kann nur Tab drücken. Naja, ich mache mal ein paar Kämpfe und wir sehen uns gleich wieder. So, nachdem ich jetzt gefühlte 5 Sekunden draußen Level war, habe ich mir die seltene Karte gegönnt, wie auch die Kupferrüstung. Und ja, das reicht eigentlich. Deshalb machen wir uns jetzt auf den Weg nach rechts zu diesem werten Herr, der das Fass beiseite schieben könnte. Achso, hat er automatisch gemacht. Ja, machen wir. Kein Ding. Fear und Angst vor irgendwelchen Monstern. Nein. Stimmt nicht. So, jetzt sind wir hier hinten. Jetzt. Jemand ruft um Hilfe. Ich habe gehört, wie jemand Hilfe gerufen hat. Sie wurde wohl von diesen Monstern angegriffen. Ja, ich hätte besser diese Phoenix Down mitgenommen. Obwohl. So will ich das jetzt nicht. Dass ihr mich von diesem Monster gerettet habt. Ich brauche den Kristall aus der Höhle, um mein Heimatdorf zu retten. Helft ihr mir? Ja! Übrigens, ich heiße... Das scheint ein Mädchen zu sein. Deshalb würde ich mal sagen, benennen wir uns jetzt einfach mal nach der weiblichen Protagonistin. Aber... Komm schon. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht... dass die Person, die jetzt hier nicht sterben wird... Das wäre nämlich echt blöd. Aber wir sind einfach mal optimistisch. Ja, passt sogar. Gut, fertig. Großartig. Aber Lenny hat sich dem Team angeschlossen. Gut, dann würde ich sagen, da... Obwohl, aber Lenny geht es eigentlich ganz gut. Wir wissen immer noch nicht, wie unser Protagonist heißt, aber das ist jetzt mal nicht weiter wild. Ich habe auch schon einen Namen im Auge. Ich ihn nennen werde. Ist hier was? Ui, ui, ui. Daneben. Warum macht sie einen Mensch? Oh, ist sie süß. Sie hopst rum. Hier ist nichts. Schade. Hä? Oh, wir haben eine versteckte Wiese gefunden. Ist ja der Wahnsinn. Ein echter Forscher. Wir haben die versteckte Höhle gefunden. Es wird immer mysteriöser. Aber ich hätte gerne mal Speicher gehabt. Oh Gott. Was will jetzt hier eigentlich rum? Keine Ahnung. Was ist das? Nichts von Relevanz anscheinend. Und hier drüben, was haben wir hier noch? Oh Gott, jetzt häng ich hier schon. Heilen. Oh, sie kann heilen. Und da das anscheinend keine Mana braucht. Ja, der braucht das Mana? Nö.
Ich bin das von League of Legends gewohnt, Tab gedrückt zu halten. Deshalb ist das jetzt gerade ein bisschen blöd. Die Invasion der untoten Katze von E. Schrödinger. Ein Bestseller bei Amazon. Ich fasse das nicht. Schrödingers Katze. Na, wer das nicht kennt, der kann ja googeln. Ach ja. Okay. Einen Trank gefunden. Können wir Tränke auch einsetzen? Wahrscheinlich nur in Kämpfen. Ja, nur in Gegenständen. So. Ich mach mal wieder Magic. Sehr schön. Mir macht das unglaublichen Spaß. Ich weiß nicht, ob das so spaßig ist, dabei zuzusehen. Ah, da haben wir eine Kiste gefunden. Ah, ich habe mir da schon fast gedacht, das ist alles nur für einen Stein. Na, und Trank. So, warte, der andere. Und du machst ein. Sehr gut. Solange das Heilen nichts kostet, ist alles gut, oder? Ach, Kehr, ja. Einfach mal weiter heilen. Jetzt sind wir mal voll ausnahmsweise. Gut, dann können wir diesen trostlosen Ort wieder verlassen. Ach, wie fies. Auf die letzten Millimeter. Tot. Gut, ist hier in der versteckten Wiese noch mehr Verstecknis? Hier ist ein Dead End, noch ein Dead End. Gut, was ist auf der anderen Seite? Noch mehr Dead Ends, ja. Hat sich gelohnt. Wir haben einiges über, aber Lenya erfahren, sie kann heilen bis zum Abwinken. Wollen wir mal hoffen, dass er... Stark. Aber ich würde gerne mal die Kiste mit den Leveln finden, wenn ich ehrlich bin. Oh! Wir müssen den Kristall finden. Seine Kraft kann eure Wahrnehmung der Welt verändern. Und mit ihm könnt ihr das Böse, das mein Dorf bedroht hat, bekämpfen. Übrigens fällt mir gerade auf, dass ich nie gefragt habe, wie ihr heißt. Ha! Sehr gut. Ich werde diesen werten Herrn nach jemandem benennen, der mir sehr viel bedeutet. Tada! Freigeschaltet ein Name. Endlich merkt das Mädchen, dass ihr echtes menschliches Wesen seid. Ja. Oh, Kiste. Höhlenmünzer, hoppla. Die Höhle scheint bewohnt. Na, toll. Bis gerade war noch alles gut und auf einmal sowas. Gut. Ist das der Kristall? Ich sollte so viel mit meinem Schwert rum. Boah. Ja, dann heilen wir halt mal wieder. Ich hau ihr nicht so eine rein. Oder mir besser gesagt, genau, hau mir nicht so eine rein. Ich glaube, es hackt. Ach, ist das süß. Ach Gott, jetzt ist der Counter aber echt ein bisschen hoch, ne? Wenn wir mit fertig sind, sind wir unendlich reich. Gut. Verwirrende Höhlengänge. Oh. Hochrasierung daneben. Oh, wir machen gar nicht mehr wenig Schaden. Deshalb heilen wir einfach mal wieder. Oh. Ja, sie sollte besser. Heilen. Alles andere ist nicht so gut. Ich sollte heilen. Verdammt ich noch eins. Ich muss mir das. Das ist echt fies jetzt.
endlich. Warum trifft ihr die nicht? Yay, endlich! Gut, hier ist auf jeden Fall schon mal eine Sackgasse. Ach, ist ja schön. Einen Trank gefunden. Finden wir noch mehr. Oh, was zur Hölle ist denn das da vorne? Das sieht aus wie ein Pokémon. Obwohl. Wir greifen einfach an. Ich hab's irgendwie geahnt. Wir haben alles getötet. Ja. Noch einen Trank gefunden. Es kommt gleich, wir können nur 5 Tränke mitschleppen. Nee, mehr. Gut. Mich aus der aktuellen Entwicklung, dass wir so viele Karten finden. Ich glaube, das Spiel wollte mal sein. Links wäre besser gewesen. Schönartig geheilt. Sehr schön. Boah, wie reich. Wir sind unter seine Kiste. Aber wir kommen nicht ran. Das heißt, wir müssen andersrum gehen. Ah, und wieder ein Kampf, in dem wir reingeworfen werden. Brutalerweise. Wollen wir mal schön unseren Protagonisten heilen. Kiste. Erfahrungspunkte. Yeah! Wir bekommen Level-Ups. Endlich. Das heißt, es lohnt sich doch auch alles, was wir hier tun. Ja, solange wir keinen Mana dabei kriegen. Yeah, 4 EP. Wo steht denn, wie viel wir brauchen? Nirgendwo. Egal. Mann! Ach nein, ich schon wieder so ein Ding. Ach, sehr gut. One Hit. Slicer Stufe 2 erreicht. Sein Wert für Angriff wurde erhöht. Aber Lenya Stufe 2 erreicht. Ihr Wert für Verteidigung wurde erhöht. Ja, das ist wahrscheinlich ganz clever, dass ich ein bisschen mehr Verteidigung kriege. Und Kiste. Ein Stern. Wie viele Sterne haben wir jetzt? 4 von 30. Eine Kiste. Lebensquelle. Oh, das ist toll. Das gibt es in Final Fantasy auch, besonders in kleineren, also was heißt kleineren, jüngeren Final Fantasies. Ja, und speichern können wir ja auch. Das ist ja wunderhello praktisch. Ach Gott, herrje. Wow. Verwickelt. Oh, wir haben Stufe 3 erreicht. Wow. Ein Schalter. Nehmen wir die Kurse von.
Sehr schön. Nein, wir können jetzt benutzen. Nein, wir haben eine Karte gekriegt. Ah, wir können den Schalter doch benutzen. Irgendwo ist was passiert, aber wo? Ja, das ist die Frage. Ach, der dicke Schalter. So, da du eh nichts kannst. Heil lieber. Der Schaden gemacht. Das war nicht nett. Tu ihm nicht weh. Ja. Auf ein neues. Ich frage mich, ob wir jetzt gleich wirklich gegen Kefka antreten müssen. Oh nein. Das ist wie in Final Fantasy. Blub. Ihr habt den Gewächter des Kefkas aufgeweckt. Kefkas Geist. Ich weiß es nicht. Der hier sieht mächtig aus. Viele Jahrhunderte lang wachte er über den Kristall. Er scheint jedoch von einer bösen Macht verdorben worden zu sein. Vermutlich von derselben bösen Macht, die mein Heimatdorf angegriffen hat. Holen wir uns den Kristall. Wir brauchen seine Kraft, um zu kämpfen. Das ist ein guter Plan. Freigeschaltet, Boss-Animation. Geil. Du solltest da heilen. Sie heilt jetzt mehr, kann das sein? Okay. Phantomkonter. Aua. Weiter. Und wir sind wieder froh, weil wir es können. Und wir heilen wieder, weil wir es können. Aua. Ach ja, das wird gerade ein bisschen einseitig eingreifen. Bäm. Das ist ja blöd. Wir können. Haben keinen Abwart. Achso, wir können einfach warten und das geht wieder weg. Na dann. Das freut mich. Ich frage mich, wie viele Teamkameraden wir insgesamt kriegen. Ich frage mich, wann wir Spezialangriffe lernen. Und wann gibt es neue Zauber? Müssen wir die auch über Kissen machen? Oder gibt's sie so? Yay! Ihr habt 400 Gliss, das ist ja fast klingt wie Gil oder Jill. Und 20 EP gewonnen. Wir haben Stufe 4 erreicht. Sein Wert für Leben wurde erhöht. Und ja, meine auch. Die Kraft des Kristalls wurde aktiviert. Funke, Funke. Funke, Funke. Funke. Plupp. Oh! 3D-Modus. Ja. Ja, interessant. Die Kraft des Kristalls ist unglaublich. Jetzt kann ich das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Um an ihm zu gelangen, müssen wir aber die Noria-Mine durchqueren. Danke für eure Hilfe. Ihr seid mein Held. Okay. Sie hat wohl nichts mehr zu sagen. Hallo? Spiel? Spiel? Hallo? Spiel? Spiel? Hat er sich jetzt aufgehangen, weil ich nochmal mit ihr reden wollte? Das ist irgendwie gruselig. Ich kann Enter drücken. Enter-Tab, BASD, Pfeiltasten. Nichts scheint mehr zu funktionieren. Ich muss das Spiel wohl canceln. Und wir sehen uns dann gleich an dieser Stelle wieder. Bis gleich.